Sowohl an der Wall Street als auch in Europa sehen wir eine Korrektur und das ist nicht so fürchterlich erstaunlich angesichts der überhitzten Marktlage, die ich in den letzten Videos immer wieder thematisiert hatte. Und normalerweise ist das kein Problem, denn wir haben ja nach wie vor die ultralaxe Geldpolitik der Notenbanken. Es hat sich also fundamental nicht wirklich etwas verändert, monetär sowieso nicht. Die Notenbanken stehen nach wie vor auf dem Gaspedal, aber es ist doch so, dass wir etwa in Europa jetzt beim Stock 600 eine 2% Korrektur heute gesehen haben, stärkster Abverkauf seit Dezember. An der Wall Street ist es teilweise weniger schlimm, mit Ausnahme des Russell 2000, dieses Nebenwerteindex, aber es könnte schlimmer werden. Warum? Weil eben die Hebelung an den Märkten so extrem ist derzeit, dass die Gefahr besteht, dass wir Dominoeffekte sehen. Je weiter die Kurse fallen, umso mehr kommen unter Druck. Eben weil viele auf Marge unterwegs sind, extrem gehebelt sind und wenn dann die eigene Kurserwartung nicht eintritt, dann kommt der liebe Broker und sagt, wir bräuchten da noch ein paar Sicherheiten, damit deine Position bestehen bleiben kann. Dann müssen teilweise andere Assets verkauft werden, um zum Beispiel irgendeine Position aufrechtzuerhalten. Und so könnten Dinge entstehen, die die ganze Geschichte doch ein bisschen hässlicher machen, als man vermuten könnte. Denn wie gesagt, das monetäre Umfeld hat sich ja nicht geändert. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was ich mit diesem Margin Call meine, der da droht, der vielleicht einen Dominoeffekt haben kann. Hier sehen wir die Veränderung des Margin Debt, also der Hebelung, jährliche Änderung. Und hier sehen wir, das ist extrem, das hat man so noch nicht gesehen. Margin Calls waiting to happen. Also da könnten eben wirklich diese Margin Calls kommen, weil die Leute extrem gehebelt sind, damit extrem risikoreich unterwegs sind. Und das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Und irgendwann ist sozusagen ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr gut geht. Dann kommt der eine in Schwierigkeiten. Dadurch, dass der eine verkaufen muss, kommt der andere dann noch in Schwierigkeiten. Dieser Dominoeffekt, den ich vorhin beschrieben habe. Also das ist schon, naja, nicht ungefährlich, was da passiert. Hannes Zipfel hat heute bei finanzmarktwelt.de einen Artikel geschrieben. Ich weise darauf hin, schauen Sie sich das Ganze an. Ich mache es dann auch in die Videobeschreibung hinein, wo er sagt, warum eigentlich Insider in Rekordhöhe verkaufen. Wir haben derzeit ein Verhältnis von 143:1, was Verkäufe zu Käufen von Insidern betrifft. Denen scheint die Sache ein bisschen zu heiß geworden zu sein. Die sehen ja, was in der Realität ihres Unternehmens passiert und gleichen das ab mit der Euphorie an den Märkten und sagen sich vielleicht, das passt nicht so zusammen. Außerdem ist die Geschichte ja gut gelaufen. Es ist schon so, dass normalerweise eben mehr Insider verkaufen als kaufen, eben weil sie Aktienoptionen haben oder was auch immer. Da ist natürlich dann die Neigung, auch mal was zu verkaufen, durchaus da. Aber dieses Verhältnis 143:1 ist schon extrem und vor allem hier, auch hier, sehen wir, dass viel Hebel im Spiel ist bei denjenigen, die in diese Aktien abkaufen, offenkundig. Dazu gleich noch später mehr. Hier sehen wir ein Beispiel, was da eigentlich am Markt schiefläuft. Wir haben die Kryptowährung Dogecoin. Die ist jetzt 50 Milliarden Dollar wert. Eigentlich ein Witz, das war ein Scherz. Die hat auch nicht irgendwie eine Eigenschaft wie Bitcoin, dass es nicht beliebig vermehrbar wäre. Das ist also letztendlich ein Kryptowitz, könnte man sagen. Und dieser Kryptowitz ist jetzt mehr wert als zum Beispiel die Firma Ford oder als die Firma Kraft Heinz, Ketchup. Und da muss man sich schon fragen, wo da die Relationen noch sind, dass da ein bisschen die Dinge aus dem Ruder laufen, ist nach meiner Auffassung evident. Und es bräuchte eigentlich ein reinigendes Gewitter an vielerlei Fronten, damit wir so einigermaßen wieder auf Normalform kommen, dass die Dinge wieder sich ein bisschen einrenken. Hier sehen wir, der S&P 500 hat in den letzten 30 Jahren 1900% gemacht. Dogecoin hat alleine im Jahr 2021, also in diesem Jahr, 8800% gemacht. Naja, fundamental sicherlich extrem gerechtfertigt. Aber wir sehen jetzt Warnungen etwa von Goldman Sachs und Bank of America, die sagen, ja, da haben wir eine euphorische Stimmung, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass unsere Großkunden, dass deren Geldflüsse schon negativ sind. Das heißt, die ziehen Geld aus den Märkten raus. Und hier sehen wir das in dieser Grafik. Erstmals seit einiger Zeit, seit letztendlich dem Crash
der Corona-Krise März 2020 wird hier wieder Geld rausgezogen. Dem wird die ganze Geschichte vielleicht auch ein bisschen zu heiß langsam, könnte man vermuten. Und hier die Bank of America hat gesagt, ja, das könnte jetzt gehen beim S&P 500 bis 3.800 Punkte. Wir waren ja schon in Sichtweite der 4.200er Marke. Wäre jetzt alles nicht dramatisch, wäre eigentlich eine normale Korrektur. Fühlt sich dann aber hässlich an für diejenigen, die auf der Longseite stehen und vor allem hochgehebelt auf der Longseite stehen. Das ist genau der Punkt. 3.800 wäre dann auch ein Fibo-Retracement. Also das könnte durchaus schon mal passieren, ohne dass die Welt untergeht. Aber für manchen könnte dann die Finanzwelt untergehen, denn der hat dann ein Problem, weil er eben praktisch mit zu hohem Einsatz gezockt hat. Und das geht gut, geht gut, geht gut. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und dann plötzlich ist das Geld auch wieder weg. Oder es hat eben dann doch ein anderer. Schauen wir uns mal an, wer eigentlich überhaupt noch kauft. Da sind vor allem Corporates, also die Unternehmen selber in den USA. Und es sind Retail, also die geschätzten Privatkunden. Hedge Funds stehen schon auf der Verkaufsseite, Institutionals, also zum Beispiel, wie heißt das auf Englisch, gell, jetzt habe ich das vergessen, also Fondsmanager halt, gell, Fonds und so, ne? Mutual Funds, so heißt es auf Englisch. Das sind also die Verkäufer und hier sehen wir auch bei den sogenannten Buybacks, die jetzt wieder neue Hochs erreichen, also die Aktienrückkäufe der Unternehmen selbst, die jetzt zu viel höheren Preisen ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Das machen sie gerne auf Kredit, weil kostet ja nichts. Das heißt, da ist natürlich auch bei den Unternehmen das Problem, da könnte ein Margin Call kommen, wenn man so will, beziehungsweise Wertberichtigungen in der Bilanz. Wenn jetzt mal der Aktienkurs 20-30% fallen würde, jetzt hat man sich gleichzeitig noch Geld geliehen, dann muss man irgendwann bilanziell das abschreiben. Und wie man sich geliehen hat, das sehen wir in dieser Grafik. Wir hatten jetzt im März eine Record Monthly Debt Issuance, also praktisch hier werden Schulden gemacht durch Unternehmensanleihen, durch Mortgage-Related Debt, durch Municipal Debt, also durch praktisch Lokalverwaltungen, die hier Schulden aufnehmen, etc., etc. Hier haben wir also ein neues Hoch erreicht. Kostet ja nichts, das Geld, also nehmen wir das Geld in die Hand, leihen es uns. Es ist ja unbegrenzte vorhanden durch das Gelddrucken der Fed. Aber wie gesagt, das hat seine Risiken. There is no free lunch. Und genau da ist das Potenzial, dass diese Geschichte hässlich werden könnte. Muss nicht sein, kann aber sein. Sollte einen zumindest nicht überraschen. Hässlich ist es schon geworden bei den IPOs. Die laufen nicht mehr gut. Heute auch wieder Coinbase, die ja letzte Woche das Listing hatten im deutlichen Minus. Und die SPACs, die laufen noch schlechter. Also diese Börsenmäntel, die der heißeste Scheiß waren im Jahr 2021. Schon mehr Geld eingesammelt hatten im Jahr 2021 bis Ende März als im gesamten Jahr 2020. Da läuft es nicht mehr so gut. Wir sehen also, wie hier die Bank Morgan Stanley sagt, Liquidity is fading. Die Liquidität geht raus und das ist dann für die Märkte nicht so schön. Zumal jetzt eben angesichts der roten Kerzen die unschöne Situation ist, dass wir derzeit keine Fed-Speaker haben, also keine Herrschaften von der Fed, die den Märkten garantieren, alles gut, wir werden niemals die Zinsen anheben, wir lassen die Wirtschaft heiß laufen, die wird sich dann schon wieder beruhigen, vor allem die Inflation wird sich beruhigen, Sie kennen dieses Mantra, das ewig wiederholt wird, da bräuchte man vielleicht einmal irgendwie das Plunge Protection Team oder irgendwas, oder man zaubert jetzt einmal einen Jerome aus der Kiste und sagt, und der sagt dann, ja, wir fangen euch schon wieder auf. Wir sehen aber jetzt, wenn wir zur Realwirtschaft kommen, Daten der Bank of America, die deutlich zeigen, ja, wir haben wahrscheinlich Peak-Konsum gesehen in den USA. Klar, jetzt kamen nochmal die Stimulus-Schecks, diese Runde. Das war sehr schön für eine vierköpfige Familie, teilweise gut $5.000. Da kann man sich schon mal ein Stück Brot und zwei Milch für kaufen. Und jetzt sehen wir aber, dass das schon wieder rückläufig ist, eben weil die Leute teilweise konsumiert haben, ja, aber teilweise eben auch Schulden zurückgezahlt haben. Jetzt also geht der Konsum schon wieder zurück, weil die Leute wissen, ja, so schnell kommt da nichts mehr. Die Katze ahnt also, dass der nächste Fressnapf nicht mehr kommt und versucht sich das Essen ein bisschen einzuteilen, hat man das Gefühl. Und wir sehen hier jetzt auch mal die Unternehmensinsolvenzen in den USA. Jetzt zuletzt starker Anstieg, da sind wir wahrscheinlich in den USA auch noch am Anfang, aber vor allem in Europa noch am Anfang. Da dürfte vor allem in Deutschland noch einiges kommen, nachdem ja die Insolvenzantragspflicht lange aufgehoben war und jetzt so langsam
dürfte das Ganze traurige Fahrt aufnehmen. Das sind dann die Opfer eben dieser Corona-Krise. Und das alles noch bei steigenden Preisen. Wir haben heute die Erzeugerpreise aus Deutschland gehabt mit dem stärksten Anstieg seit 10 Jahren. Fast 4% zum Vormonat gestiegen, zum Vorjahresmonat gestiegen, 0,9% zum Vormonat. Das sind schon heftige Zahlen. Da kann man nicht meckern. Jetzt ist die Frage, und das ist das, was ich Ihnen immer wieder erzähle, mich sprechen so viele Leute an, die sagen, hey, bei uns in der Branche sind die Preise angehoben worden und diese Preise werden nicht sofort wieder gesenkt. Das wird dauern. Da wird nicht irgendwann das nächste Ding kommen, wo man sagt, ja, das war ein Versehen, jetzt nehmen wir das wieder zurück. Das sind dauerhafte Preisanhebungen. Dementsprechend eben das Mantra der Fed und der EZB, naja, das wird vorübergehend sein, mit der Inflation doch deutlich in Frage zu stellen. Und hier sehen wir zum Beispiel mal die Preise für Sojabohnen am Terminmarkt in Chicago schießen durch die Decke. Wir sehen Maispreise in Chicago. Chicago ja die Rohstoffbörse schlechthin. Auch die Future- und Optionsbörse schlechthin nebenbei gesagt. Wichtiger, deutlich wichtiger in vielerlei Hinsicht als New York. Aber hier sehen wir, dass da die Preise durch die Decke schießen geradezu. Und schauen Sie sich mal Iron Ore an, also Eisenerz. Da kann man auch nicht mehr viel dazu sagen. Lumber, hatte ich schon gezeigt, ist jetzt fast 300% gestiegen, was den Hausbau in den USA extrem verteuert. Also da kann man praktisch die Aufzählung endlos machen, aber so viel Zeit haben Sie jetzt nicht und ich auch nicht. Deswegen machen wir weiter und gucken hier mal, was ist denn eigentlich die Konsenserwartung. Und die ist, naja, Value gegen Growth. Das wird der heiße Spiel, das heiße Spiel sein, so hier bei der Umfrage der Bank of America. Da ist also sozusagen auch ein Herdenverhalten der Fall und die ganz große Herde hat selten recht. Ja, manchmal schon, aber manchmal ist das vielleicht auch das Falsche, was alle tun. Da muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen querdenken, so wie zum Beispiel Morgan Stanley, die zumindest sagen, ja, schaut euch doch mal die Bilanzen der Firmen an. Geht long eher in den guten Bilanzen und geht short in den schlechten Bilanzen und genau das könnte jetzt drohen erstmal, dass also eine Art Flucht in die Qualität stattfindet, raus aus, naja, entweder Unternehmen, die kein Geld verdienen, die praktisch miese machen, wie fast die Hälfte der Russell 2000 Unternehmen, oder dass man eben sagt, okay, da müssen wir jetzt gucken, dass wir auf Geschäftsmodelle setzen, die zukunftsträchtig sind, auch wenn die Dinge mal schwieriger werden. Das könnte jetzt sozusagen das sein, was viele rettet. Und abschließend, whatever it takes, Sie erinnern sich an Mario Draghi, der damit gerettet hat, die Euro, damals mit einem einzigen Satz, der folgenreichste Satz vielleicht der Finanzgeschichte. Jetzt ist der gute Mario Premierminister von Italien und er hat sich gesagt, ja, was ich bei der EZB gemacht habe, nämlich Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken, das mache ich jetzt als italienischer Premier auch. Und so dürfte dann Italien wahrscheinlich den höchsten Schuldenstand in Relation zu seinem BIP bekommen in seiner Geschichte. Aktuell 159,8%, der bisherige Höchstwert war 160%, das war im Jahr 1920. Habe ich nur noch dunkle Erinnerungen dran, war ich noch ein ganz junger Mann. Gerade die spanische Grippe hinter uns gebracht, den Ersten Weltkrieg, also ich habe da nur noch undeutliche Erinnerungen. Er weiß aber noch, dass man damals gesagt hat, Mensch, die Italiener, was haben wir die für Schulden, gell? Und jetzt haben wir die Italiener die Schulden wieder und wir kommen jetzt gerade aus dieser anderen Epidemie. Also irgendwas ist immer und Schulden sind immer, aber letztendlich ist das die Frage, wie nachhaltig das ist. Schauen Sie mal auf die Tage 2 Salden Deutschlands gegenüber Italiens. Da werden neue Hochs erreicht, wenn die Italiener sich mal überlegen sollten, aus dem Euro auszuscheiden, was ihre unmittelbare Insolvenz zur Folge hätte. Aber sei es drum, dann hätte Deutschland ein Problem, diese Gelder wiederzubekommen. Aber wir wollen nicht schwarz malen. Ich will nicht zu bärisch sein, meine Damen und Herren. Das kann durchaus sein, dass die ganze Geschichte für ein kleines Gewitter ist, nicht groß. Es kann sich aber auch, wenn jetzt noch ein externer Faktor hinzukommt, geopolitisch Russland, Ukraine oder irgendwas anderes, was keiner auf dem Zeiger hat, dann könnte sich die ganze Geschichte schon zu einer sehr unschönen Sache auswirken oder sehr unschöne Folgewirkungen haben, eben aufgrund der Margin Calls. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.